der Linken Michelle Brandt. Michelle Brandt sitzt zum Bedauern der Steuerzahler im Bundestag für die linke Fraktion. Er ist Ex-Schauspieler und seine Bundestagsdebatten unterstreichen auch sehr gut, warum es nur zum Ex gereicht hat. Herr Amthor von der CDU hat die Faktenbefreitheit seiner Aussagen ja bereits wunderbar unter Beweis gestellt mit Bezug auf das Lifeline-Schiff. Das entsprechende Video von mir mit den Debatten verlinke ich nochmal in der Kommentarsektion und pinne es entsprechend an. Verbal gesehen ist Herr Brandt, die man traut es sich kaum zu sagen, missglückte linke Demo-Version von Anton Hofreiter. Herr Brandt ist aber vor allem etwas, das er anderen Menschen, die nicht seine Vorstellungen und Meinungen teilen, andichtet, nämlich ein Hetzer und ein ganz schlimmer Propagandist. Genau das werde ich in diesem Video für euch mit Quellenangabe und genauen Informationen ausarbeiten. Los geht's. Schauen wir uns aber mal ein paar gebrauchte Denk- und Kommunikationsversuche des Herrn Brandt an. So lässt er auf seiner Facebook-Seite am 30. Juni 2018 verlauten, Zitat: Ich war heute Morgen zusammen mit Nicole Gulke, Christine Buchholz und Martina Renner als parlamentarischer Beobachter bei den Protesten gegen den AfD-Bundesparteitag in Augsburg. Jetzt Demo im Block von Die Linke. Es gibt kein Recht auf Nazi-Propaganda. Zitat Ende. Dort sieht man ihn auch, wie er mit Begeisterung gefüllt sein Talent als Bannerträger unter Beweis stellt. Auch ist wunderbar im Vergleich des Profilbildes Herrn Brandts mit seinen restlichen Bildern zu erkennen, welch magische Wirkung Photoshop doch mit sich bringt. Kommen wir mal zu ein paar weiteren Zitaten von ihm. So schrieb er am 29. Juni 2018, Zitat: So geht Abschottung und Unmenschlichkeit. Die Menschenrechtsfeinde übernehmen die EU-Flüchtlingspolitik. Zitat Ende. Abschottung, Unmenschlichkeit, Menschenrechtsfeinde. Das ist die Rhetorik, mit der Herr Brandt arbeitet. Natürlich existieren diese Umstände nur in seiner eigenen Wahrnehmung, aber er hat noch mehr zu bieten, also weiter. Einen Tag zuvor, am 28. Juni 2018, heißt es, Zitat: Laut werden gegen die Festung Europa. Zitat Ende. Ein Post mit dieser Aussage entsteht übrigens an diesem Tag gleich mehrmals. Wiederum noch einen Tag früher, am 27. Juni 2018, heißt es, Zitat: Die Tragödie auf dem Rettungsschiff Lifeline im Mittelmeer ist eine Schande für diese Bundesregierung. Sie nimmt den Tod von Geflüchteten in Kauf und stempelt humanitäre Helfer als Kriminelle ab. Horst Seehofer riskiert Menschenleben für ein gutes Wahlergebnis der CSU in Bayern. Wir verlangen von der Bundesregierung, dass sie die zivilen Seenotretterinnen auf dem Mittelmeer umfassend unterstützt. Die Retterinnen sind die letzte Bastion der Menschlichkeit zwischen Afrika und Europa. Zitat Ende. Dazu postet er einen Link seiner Rede im Bundestag auf dem offiziellen YouTube-Kanal der Linken. Man beachte aber genau das Vorschaubild. Die Anton Hofreiter Gedächtnispose knallrot, sein Mund weit geöffnet, als würde er kurz vor einem körperlich durch politische Strömung verursachten Höhepunkt stehen. Also entweder muss ihn seine eigene Partei wirklich hassen, dass sie ein derart, sagen wir mal diplomatisch formuliert, unvorteilhaftes Vorschaubild nehmen, oder ihm ist völlig egal, wie absurd er auf andere wirkt. Kommen wir aber zum Kern zurück. Alle vorgetragenen Inhalte des Herrn Brandt beziehen sich in keiner Weise auf Herausforderungen in Deutschland. Kein Aufbäumen in der Pflege oder im Gesundheitswesen. Es geht nicht um Familie, nicht um Arbeitsplätze, nicht um Infrastruktur. Es geht nur um seinen Weg, den er für Deutschland bestimmen will, der tatsächlich mit Deutschland rein gar nichts zu tun hat. Aber halt, ich habe dann doch noch eine Meldung von ihm aufgreifen können zu Geschehnissen hierzulande, und zwar seine Stellungnahme vom 5. Juli 2018. Da schreibt er folgendes, Zitat: Wie ihr sicher alle schon mitbekommen habt, ist der Tag X, der erste Tag der Urteilsverkündung im NSU-Prozess, mit höchster Wahrscheinlichkeit am Mittwoch, den 11. Juli 2018. Da eine Vielzahl von Fragen nach wie vor nicht geklärt sind, unter anderem, wer alles im Umfeld oder im NSU außer den Angeklagten noch tätig war und inwieweit die Geheimdienste und Staatsschutzabteilungen beteiligt waren bzw. was sie gewusst haben, hat sich eine bundesweite Kampagne, kein Schlussstrich, gebildet, die am ersten Tag der Urteilsverkündung in München und an vielen anderen Orten in Deutschland Kundgebungen, Aktionen und Demonstrationen durchführen wird. Der Beitrag wurde ganze zweimal geteilt und bekam sagenhafte, kaum zählbare 3 Kommentare. Auf dem beigefügten Plakat ist zu lesen, Zitat: Verfassungsschutz auflösen, V-Leute abschaffen, dem rassistischen Terror gegen Flüchtlinge und Migranten entgegentreten, für eine Gesellschaft gegen Rassismus. Zitat Ende. Die Wortwahl muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, denn dann weiß man, dass Leute, die derartige Beiträge bewusst und öffentlich verbreiten, im Deutschen Bundestag sitzen und vom Steuerzahler allgemein finanziert werden.
Meine freie, eigene und ausschließlich persönliche Meinung dazu lautet, die Facebook-Beiträge sind getrieben von einem Ankerzentrum der puren Hetze, von Hass gegen freidenkende Menschen, von Beleidigungen und Verleumdungen sowie Falschnachrichten. Herr Brandt ist eine Gefahr für ein friedliches Zusammenleben in Deutschland. Er ist eine treibende Kraft in puncto zielorientierter Hetze. Einen letzten Beitrag von ihm möchte ich noch aufgreifen, diesmal vom 25. Juni 2018. Da muss ich doch angesichts des beigefügten Videos, der dunklen Kulisse und der optischen Angleichung an Harry Potter an den Film Harry Potter und der Schlepperprinz denken. Der Film hieß doch so, oder? Falls ich falsch liege, bitte ich natürlich um Berichtigung. Kommen wir aber zum dazugehörigen Post. Er schreibt, Zitat, kommen gerade von der Lifeline zurück, waren 4 Stunden an Bord und haben uns ein Bild gemacht. Was wir dort erlebt haben, zeigt die Abscheulichkeit der Festung Europa. Wenn den Menschen nicht schnellstmöglich ein sicherer Hafen zugewiesen wird, zeichnet sich hier eine humanitäre Katastrophe ab. Und das im Wissen der Bundesregierung und der EU. Wir fordern die Bundesregierung auf, sich für das Leben dieser Menschen einzusetzen und sofort zu handeln. Obwohl Herr Brandt wirklich gigantisch große Angriffsflächen liefert, ist alles gesagt. Er ist kein Politiker des deutschen Volkes. Er ist, das ist meine Meinung, ein überbezahlter, talentfreier Ex-Schauspieler, der nicht die Interessen der Nation Deutschland verfolgt, sondern im Raster seiner Ideologie denkt, lenkt und lebt. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.